Bühne frei für Thomas Weber. Ja, schönen guten Abend. Ich bin sozusagen das Letzte heute Abend und möchte, da das schon so fortgeschritten ist, so ein bisschen mit ein paar persönlichen, intimen Details beginnen. Netzplaner ist jemand, der eine Zwangsneurose hat, nämlich den Drang zum Aufräumen von Netzen. Und Planung klappt fast immer. Also schon Blaise Pascal wusste das. Und was das unten ist, können Sie sich selber denken. Der Planer an sich hat eine gewisse Arroganz. Wir wollen nämlich eigentlich, dass alles demokratisch zugeht, aber wir müssen alles in den Händen halten, wir Planer. Und gehen Sie mal zu Ihrem Controller und sagen, schreib deinen Beruf auf und such mal sowas raus. Unser täglicher Job, also hier unser kleiner Transformator, hat einfach einen bitteren Rush und dem müssen wir einfach helfen. Und was muss dann als nächstes folgen? Eine Wende. Eine erste Wende, die wir durchgemacht haben. Und wir bekamen blühende Landschaften. Blühend. Das erinnert mich eher, wer das, wie mein Alter es auch zeigt, vielleicht in den 60er Jahren auch schon was gesehen hat, das erinnert mich eher an einen Angriff der Frogs aus der Raumpatrouille. Wir haben in diesem Zusammenhang dann auch Preise vergeben. Zum Beispiel hier aus dem Jahr 1989 eine solarbetriebene Glühbirne. Auch hier haben wir uns überlegt, das muss, es ist preiswürdig. Aber es stellen sich für den guten Deutschen hier natürlich die Fragen, was hat diese Leitung auf dem deutschen Rasen zu tun? Muss diese Leitung nicht angeleint werden? Damit haben wir auch wieder einen Preis gewonnen, nämlich den Preis für die intelligente Netzstruktur. Das ist das Netz des Jahres und man fragt sich allen Ernstes, wer plant einen solchen Quark? Meine Damen und Herren, wir. Wir alle, die wir hier stehen. Und jetzt komme ich zu dem ganz persönlichen Teil. Gewährt mir als Netzdoktor bitte eine Bitte. Macht endlich Regeln und Randbedingungen, mit denen wir wieder vernünftig planen können. Regeln und Randbedingungen, damit Planen wieder richtig Spaß macht und damit wir unseren Enkeln auch wieder in die Augen drehen können. Und wenn wir Planer nicht in Rente sind, dann planen wir noch morgen. Einen schönen Abend.